Hallo ihr Lieben, der Robin hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie ihr seht, ich bin gerade unterwegs. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Köln. Nochmal schnell auf die Uhr gucken. Da können wir nämlich gucken, ob ich meine Bahn noch bekomme. Und ja, heute werde ich da mal der Anastasia mal ein bisschen beistehen, die ihr erstes Forecasting hat zu DSDS. Ich bin zwar überhaupt kein Freund von DSDS, überhaupt nicht, aber naja, sind wir mal gespannt. Und da wollte ich mich mal auf die Reise mitnehmen. Also bis später. Werden wir mal Anastasias Meinung später hören, wenn sie mit dem Casting fertig ist. Dem ersten Forecasting von DSDS. Beziehungsweise dem zweiten. Der erste wurde ja schon online gemacht. Und aus diesem Grund, weil wir selber nicht mit rein dürfen, werde ich euch dann eine Aufzeichnung zeigen von der ersten Veranstaltung sozusagen. Und hoffe ich dann noch die Anastasia zu treffen, dass sie dann selber noch mal was dazu sagen kann. Es tut mir schrecklich leid, dass ich mir jetzt verfahren habe, aber so ist das Leben manchmal, so kann das passieren. Und genau, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem ersten Casting-Video und dann sehen wir uns gleich wirklich dann vor Ort wieder, wo wir dann hoffentlich die Anastasia treffen und dann mal hören, was sie dazu sagen kann. Super. Ja, es ist mal ein bisschen sehr warm bei uns, bei euch wahrscheinlich auch, oder? Ja, bei uns auch. Ja, aber ich habe die Klimaanlage angemacht, seitdem geht es mir besser. Ja, ich bin Christiane. Wir machen heute ein verrücktes Casting. Und ich sehe schon, du bist voll vorbereitet. Hervorragend. Sehr, sehr gut. Warst du schon mal bei einem Casting von uns? Also hast du ungefähr so eine Ahnung, wie das so abläuft? Nee, noch nie. Ich war noch gar nicht dabei. Okay, und dann gleich auf diese eigentümliche Art und Weise hier mit Computer und allem. Und dann erkläre ich dir kurz, was wir machen. Ich werde dieses Casting, sobald ich dir alles erklärt habe, aufzeichnen. Und
Und da werde ich dir erstmal, sobald ich auf den Aufzeichnungsknopf gedrückt habe, erstmal die Frage stellen, ob es denn für dich okay ist, dass wir dieses Casting aufzeichnen. Ne? Mhm. Und dass wir das für interne Zwecke gebrauchen. Und das wäre schön, wenn du ja sagst, weil sonst müssen wir nochmal reden. Sonst wird es schwierig für uns. Ne? Mhm. Ansonsten, ich bin alleine und da ich alleine bin, sonst sitzen wir, wenn wir auf Casting sind, immer mit mehreren in einem Castingraum, damit man sich halt auch, ne, damit man Gedanken austauschen kann und guckt, also mehrere Meinungen einfach hat. Ich bin heute alleine und deshalb wird es so sein, dass wir dann in den nächsten Tagen meine Kollegen dein Casting nochmal umschauen werden und anhören werden und dann eine Entscheidung treffen, wie es mit dir weitergeht. Das dauert ungefähr eine Woche. Ne? Also wäre schön, wenn du so lange mit uns Geduld hast und ungefähr eine Woche wartest, dann kriegst du auf jeden Fall Bescheid, wie es weitergeht. Okay. Soweit alles verstanden, ne? Ja. Sehr gut. Also, sobald ich auf diesen Aufnahmeknopf drücke, werde ich dir halt erstmal diese Frage stellen, ob das für dich okay ist, dass wir es aufzeichnen. Dann werde ich dich bitten, dass du dich mal vorstellst, Name, Alter, woher du kommst, was du den ganzen schönen lieben langen Tag so machst. Und dann gehen wir auch schon zum Gesang über. Mhm. Jetzt sitzt du am E-Piano? Oder? Ja. Ja, ich sitze am E-Piano. Super, okay. Das heißt, du begleitest dich komplett selber. Mhm. Sehr gut, okay. Na gut, ich mache jetzt einmal ein Foto von dir. Dafür würde ich bis 3 zählen, dann weißt du, wann ich abdrücke. Okay, Sekunde. So, Achtung, Achtung. 1, 2, 3. Okay, alles klar. Gut. Und wenn du bereit bist, dann drücke ich hier mal auf Aufnahme und dann legen wir einfach mal los, oder? Okay. Okay, so, ich drücke auf Aufnahme. Alles klar. Hallo, guten Abend. Guten Abend. So, liebe Anastasia, bist du damit einverstanden, dass wir dieses Online-Casting aufzeichnen und die Informationen, die du uns gibst, schriftlich erfassen und speichern werden? Ja. Okay, zur Versicherung für dich, das gilt ausschließlich internen Zwecken, das heißt, es wird weder irgendwo ausgestrahlt noch irgendwo veröffentlicht. Okay. Gut, dann sei doch so lieb und stell dich mal vor, wer bist du, woher kommst du, was machst du so den ganzen Tag? Ja, ich heiße Anastasia, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Hessen, aus Wölfersheim, und was ich den ganzen Lebenstag mache, ich singe sehr, sehr gerne und sehr viel. Ja. Aha, gut. Und bist du irgendwo, gehst du noch 17 bist du, ne? Gehst du zur Schule oder wie sieht das bei dir aus? Ich gehe noch zur Schule, ja. In welche Klasse geht man mit 17? Also, schon so lange her bei mir. Also ich gehe in die 9. 9. Klasse, wow. Okay, gut. Jetzt muss ich mal kurz, du bist 17, genau. So. Wie sieht das denn mit der Einwilligung deiner Eltern aus? Darfst du bei uns mitmachen? Was sagen deine Eltern dazu? Ja, wir sagen, ja, ich darf mitmachen. Mama sitzt daneben? Mhm. Super, okay. Sind sie so lieb und kommen mal kurz ins Bild? Hallo. Christiane, sind Sie so nett und können nochmal sagen, dass das für Sie okay ist? Ja, natürlich, ja. Ja. Das ist eigentlich noch einmal so. Wir sind einverstanden, ja. Alles klar, super, vielen Dank. Gut. Okay, sorry, das musst du sagen, weil du noch keine Antwort hast. Okay, alles klar. Gut, dann, du bist blind, hast du uns geschrieben? Ja. Na? Magst du darüber reden? Seit wann ist das so? Ist das von Geburt an so, oder? Ja, das ist von Geburt an. Okay, alles klar. Gut. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, alles klar. Dann, was hören wir denn als ersten Song von dir? Also als ersten Song hätte ich Say Something von A Great Girl. Ja, okay. Dann, gut. Dann spielst du einfach und singst so lange, bis du mich hörst, wenn ich sage, okay, danke erstmal. Ne? Mhm.
dann, wenn du bereit bist, dann legst du einfach los. Ja, 2 Jahre ungefähr.
ungefähr. 2 Jahre? Ja. 2 Jahre? Okay, cool. Ja. Gut. Was hast du denn? Hast du noch einen zweiten Song für uns? Ja, habe ich auch. Welcher wäre das denn? Kann es wirklich Liebe sein von König der Löwen? Also eine eigene Version ein bisschen so schon von. Ja, dann leg mal los. Ja. Wenn ich nicht singe,
Dann höre ich lieber Musik. Ich habe keinen speziellen Lieblingssänger oder Lieblingssängerin. Also ich bin so, ich höre eigentlich so gut wie alles von Musik. Okay, alles klar. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das sollt ihr unbedingt über mich wissen? Das ist vielleicht wichtig zu wissen über mich. Jetzt eigentlich nicht mehr. Also außer, dass ich halt blind bin und so. Aber das, ja, das wissen sie ja jetzt. Ja, okay. Mama, soll mir noch irgendwas über ihre Tochter wissen? Was ist sie denn für ein Mensch? Fröhlich, aufgeweckt, laut, leise. Verrückt. Sie ist sehr musikalisch und singt Tag und Nacht. Und, und das war der Traum, zu der STS zu gehen. Zu gehen. Und vorher ging es nicht. Warum? Warum traust du dich jetzt erst? Ja, also ich habe mich mal angemeldet, aber ich dachte mir erstmal, nee, ich werde doch noch ein bisschen warten und ja, dann okay. Dachte ich mir, warum nicht? Ich probiere es mal aus und bilde mir meine eigene Meinung und deswegen bin ich jetzt. Ja. Genau, hast du nichts zu verlieren. Okay, cool. Ich danke dir schon mal herzlich. Ich beende jetzt mal eben die Aufnahme. Wir beide bleiben noch mal kurz dran, ja? Mhm. Okay, Sekunde. So, hervorragend. Vielen, vielen Dank für die zwei schönen Titel. Gerne. Wie gesagt, gib uns ungefähr eine Woche, dann kriegst du Bescheid, wie es weitergeht. Wir schreiben eine E-Mail. Und es hat mich sehr gefreut, dir zuzuhören. Hab einen herrlichen Abend und relax und genieß, dass du es hinter dir hast. Ja? Also es hat mich auch gefreut, mit Ihnen sprechen zu können. Dankeschön, das freut mich noch mehr. Danke. Und Dankeschön, Mama. Danke, danke auch. Vielen Dank. Und tschüss. Viel Spaß noch. Danke. Ja. Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Schön in der Nähe vom Kölner Dom, in der Nähe vom Rhein. Und ich sitze hier mit der Anastasia, die jetzt gerade eben, wie ihr im vorigen Video gehört habt, fantastisch gesungen hat. Genau, da wollte ich einfach mal fragen, wie kamst du auf die Idee, dass du dich bei DSDS beworben hast? Muss ich reingehen? Ja, nee, ist einfach so. Ja, einfach so. Okay. Ja. Es kam mir einfach in den Kopf, weil ich gerne die Meinung von Xavier Naidoo hören wollte, weil er war ja zum Zeitpunkt noch in der Jury. Und ich dachte mir, gut, ich melde mich jetzt einfach nochmal an. Einfach nur, um seine Meinung zu hören, zu meiner Stimme, ob ich, wie er sie jetzt so findet. Gut, schlecht, ich wollte einfach seine Meinung hören. Aber danach kam es ja halt dazu, dass er rausgeflogen ist. Wegen rassistischen Äußerungen und so weiter. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann gedacht, ja, melde ich ja einfach dann eben ab. Wenn er eh nicht mehr da ist, hat es ja keinen Sinn mehr, dachte ich. Aber irgendwann habe ich es anscheinend nicht mehr im Kopf gehabt, habe es irgendwie verdrängt oder vergessen oder was auch immer. Und jetzt, ja, bin ich hier. Ja, super. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was erzählen vom, wie dieser erste, beziehungsweise es war ja eigentlich der zweite Termin, den ersten Auftritt, den hat man in dem vorigen Video gesehen. Wie ist das abgelaufen? Du hast ja eine weite Fahrt, habt ihr hinter euch gebracht, um jetzt hier in Kölle zu sein. Und wie ist das abgelaufen? Was ist da so passiert? Wie sind sie mit dir umgegangen? Wie hat das funktioniert? Und ja, erzähl mal ein bisschen was. Also zuerst sind wir jetzt im Check-In gegangen. Check-in. Gecheckt? Ja. Ja, gecheckt haben wir es alle, ja. Nein. Dings haben dann diese Formulare, diese ausgefüllten Formulare, ausgefüllten gegeben. Ja, ausgefüllten gegeben, klar. Ich mache hier einfach nur Scheiß im Video. Oder reden nur, egal. Sorry. Jedenfalls haben wir die ausgefüllten Zettel da abgegeben, dann noch meinen Ausweis wollten die. Und ja, als halt der ganze Scheiß da gemacht war, sollten wir erstmal warten. Erstmal, wie kann man das am besten nennen? Das war ja kein Raum zuerst, das war irgendwie so eine. Doch, das war sozusagen im Flur. Da waren so
Sessel, da haben wir uns hingesetzt. Es durfte aber nur eine Begleitperson mit, sie haben halt wegen Corona diese Regelung da gemacht und so weiter. Ja, klar. Und ja, da haben wir erstmal gewartet und ich habe ein bisschen zugehört, wer da halt noch so gesungen hat und so weiter. Klar, da waren ja noch ein paar Leute mehr, die haben ja auch gewartet und so. Und dann kam ich zum Glück irgendwann auch dran. Zuallererst sollte ich in einen anderen Raum und da warten, bis sie mich dann aufrufen. Wir sind mit dem Aufzug so, glaube ich, nach oben, ne, gefahren. Ja, nach oben. Haben uns dann in diesen Raum gesetzt. Da haben wir erstmal gewartet, bis ich dann dran war. In den Castingraum sollte ich alleine reingehen. Meine Eltern haben dann, oder beziehungsweise meine Mutter saß dann in diesem Warteraum und hat gewartet, bis ich fertig war. Genau, dann kam ich da halt rein und erstmal wurde halt mit mir gesprochen, was, wie, wo, was, wie das alles abläuft und so weiter, wie dieses Casting halt abläuft. Ja, und dann habe ich mich halt, wie ich es beim nächsten auch wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern tun muss, werde, vorgestellt eben, also ich bin Anastasia, ich bin 17 Jahre alt, komme aus Wölfersheim in Hessen. Hessen? Ja. Ja. Genau. Dann haben die mir noch ein paar Fragen gestellt, von wegen, gehst du noch zur Schule und so weiter. Haben mich noch gefragt, ob das stimmt, dass ich von Geburt an blind bin, haben die ja ausgefragt. Na, hab bloß so getan. Ja, klar. Hab's dann bestätigt und erst haben wir mir ein paar Fragen gestellt, wie gesagt, und dann kam es halt zum Gesang. Zuerst war halt Say Something an der Reihe gewesen, Playback. Ja. Dann Who Come With Me, auch Playback. Allerdings, diese Playback-Version von den zwei Liedern, da habe ich einmal ein bisschen was gesungen, so einen kleinen Ausschnitt, und dann haben die mich halt gestoppt und soll ich also das nächste machen. Und das dritte habe ich dann am Klavier gemacht, das kann es wirklich Liebe sein. Und das haben die mich dann aussingen lassen, zum Glück. Und dann sollte ich rausgehen, weil die sich beraten haben. Das ist schon fast wie so ein Gefühl wie nach einer Prüfung. Habe ich das einmal mal so verglichen, weil ich musste ja dann auch raus, während die Lehrer sich beraten haben und so weiter. Es war schon ein bisschen fast gleich, nur dass es bei denen nicht so lange gedauert hat. Und dann soll ich wieder reinkommen. Und dann lasse ich halt, haben sie sich besprochen, dann kam ich halt weiter. Ja, super. Und das heißt, du bist jetzt voll Dieter, sozusagen. Ja, muss ja wohl. Aber ich weiß immer noch nicht, wer die Promi-Jury jetzt noch ist. Dieter wird ja bleiben, aber wer was mit den anderen sein wird, das wissen wir selber ja noch gar nicht. Und Dings, dann kam ein Interview. Erstmal wollten die ein Foto von mir haben. Danach kam ja dieses Interview, das wahrscheinlich mehr als eine halbe Stunde gedauert hat, weil ich das jetzt nicht immer alles auf die Reihe gekriegt habe. Ich erzähle das jetzt einfach mal so. So schnell, spontan zu antworten oder speziell das, was sie wissen wollten? Ja, so ähnlich. Also es ist ja so da, dass man den Interviewsprecher, in dem Fall war es eigentlich eher eine Interviewsprecherin, die durfte man ja nicht hören auf der Aufnahme, musste nur mich hören. Und damit die Zuschauer dann auch wussten, beziehungsweise eher wissen, worum es geht, musste ich nochmal das ganze Thema sozusagen auf den Punkt bringen. Also ich musste jetzt im ganzen Satz nochmal die Fragen eben beantworten. Ist zwar kein Problem eigentlich, aber es ist halt einfach so ein ungewohntes Gefühl. Erstens, ich mache zum ersten Mal ein Interview oder habe zum ersten Mal ein Interview bei denen gehabt, so. Ist jetzt mein zweites, aber... Schlägst dich gut. Ja, muss. Genau, da hab ich mal
Mal. Nicht mal. Tausendmal verkackt? Ach was. Doch. Die hat zwar gesagt, es war gut, was ich gemacht habe, wie ich mich geschlagen habe, aber ich wusste einfach, dass nicht alles gut war. Gut, die können zwar das meiste Schlechte rausschneiden, das Gute lassen. Ja. Aber ich weiß einfach, dass ich nicht alles perfekt gemacht habe. Aber ja. Es ist halt auch schwer, man darf sie ja nicht hören, man muss nur mich hören, dann muss ich halt das nochmal auf den Punkt bringen. Ja. Ja, genau, und nach dem Interview kam ich dann raus, sind mit dem Aufzug nochmal nach unten gefahren. Genau, und dann war eigentlich alles soweit zu Ende, ich habe mich nochmal verabschiedet von denen, dann bin ich raus. Ja, genau, dann war es halt zu Ende. Und du bist, sag ich mal jetzt, bestärkt dadurch, also ist es genauso gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast, oder wurde es getoppt, oder war es jetzt so, dass du gedacht hast, oh Gott, das war jetzt grausam, oder? Ach nee, also die meisten Leute, die ich so jetzt so getroffen habe, da, die waren eigentlich alle super nett gewesen, also man musste sich jetzt nicht irgendwie fürchten, dass man irgendwas Falsches sagt oder sowas, man konnte einfach frei reden. Ich war zwar mega aufgeregt, aber ich habe es halt versucht zu überspielen, weil ich jetzt wirklich gar nicht verkacken wollte wie im Jahr 2018. Das war am schlimmsten. Und es hat zum Glück auch funktioniert. Ja, super. Aber aus solchen Herausforderungen, sag ich mal, lernt man ja auch wahnsinnig viel. Ja. Und das Schöne ist, das ist ja jetzt nicht dein letzter Besuch, es geht ja für dich weiter. Mhm. Und ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie es mit Anastasia weitergeht, dann können wir mal gucken. Vielleicht bin ich ja nächstes Mal wieder am Start. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Ich danke dir, liebe Anastasia, ganz, ganz herzlich für das Interview und wünsche dir auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Heimfahrt zurück nach Wölfersheim. Wölfersheim? Ja, genau. Nach Wölfersheim, genau, bis nach Wölfersheim. Okay, vielen herzlichen Dank, ihr Lieben, danke fürs Zusehen und ich hoffe, das Musikstück hat euch auch genauso gut gefallen wie mir. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da und danke auf jeden Fall fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke dir, Anastasia. Gerne.